Jawohl, es geht wieder nach oben. So sieht es aus beim DAX zum Beispiel. Der DAX-Index, wir sehen das hier im 15-Minuten-Chart. Das war das Gap, was wir gestern noch hatten. Anschließend der Markt sich mühevoll nach oben gearbeitet. Allerdings, wir sehen heute relativ leicht, scheint es zumindest auszusehen, der Markt also auf dem Weg nach oben. Beim DAX sieht das gar nicht so untypisch aus für die letzte Zeit, denn wir haben, es ist echt witzig, es ist steil nach oben, es ist steil nach unten, steil nach oben und so weiter. Ich habe das schon mehrmals erwähnt. Es ist schon sehr auffällig. Na gut, wenn man hier will, kann man hier hinten nochmal sehen. Es hat so ein bisschen was Dreiwelliges. Also im Zweifelsfall, das könnte nochmal ein Genickbruch werden, wenn wir hier durch dieses letzte Tief gehen. Aber wenn die Bewegung so steil ist, ist das eigentlich eher erstmal ein ganz gutes Zeichen für den Bullenmarkt. Also meine Erwartung wäre eher, dass wenn der Markt wackelig ein bisschen nach unten kommt, dann nochmal nach oben zu gehen. Das fände ich sogar schöner. Das hätte dann sogar fünfwelligen Charakter und würde mir dann ein bisschen die Möglichkeit geben, beim nächsten Rücksetzer wieder die Long-Seite zu suchen. Das ist beim DAX das aktuelle Bild. Das ist bei den Amerikanern grundsätzlich aber nicht groß anders. Die Bewegung aktuell hier, wir sehen das im 4-Stunden-Chart, fällt das noch nicht so richtig auf, aber zumindest schon mal losgetreten. Und wenn wir hier im 5-Minuten-Chart die Bewegung sehen, klar, es geht nach oben. Wir hatten im Trade des Tages, ihr habt es bestimmt gesehen, ansonsten meine dringende Empfehlung, meldet euch dafür an, damit ihr dann unsere Trading-Ideen dann bekommt, nachvollziehen könnt. Ihr könnt sie handeln. Das ist ja keine Aufforderung, dass jeder einzelne Trade einen riesen Gewinn bringt, aber wir hätten zumindest mal die besten Voraussetzungen eigentlich dafür, dass der Kurs sich hier fortsetzt. Und das haben wir eben mit unseren Beispielen unter Nennung der ganz konkreten Ein- und Ausstiegsmarken. Wenn ihr es hier nicht erkennen könnt, meldet euch an, dann könnt ihr die Zahlen nachlesen. Auch für den gestrigen ist es heute noch nicht so zu spät. Denn wir sind noch auf dem Weg, getriggert zu werden. Wir sehen aber auch, dass die Bewegung, wenn wir sie hier uns mal angucken, tatsächlich das, was wir hier rechts haben, recht zügig unterwegs ist. Allerdings vielleicht ein schönes Beispiel. Das ist eine klassische Bewegung, die ihr vielleicht schon mal gesehen habt. Ich rede da ganz gerne mal drüber. Es ist etwas, was wackelig aussieht, was aber mit dem Trend geht. Und das ist etwas, was gerne am Ende einer Trendbewegung ist. Wir nennen das Ganze ED, Ending Diagonal. Das ist eine klassische Auslaufbewegung, die es immer wieder im Chart gibt. Ein ganz berühmtes Beispiel, was viele vielleicht noch im Hinterkopf haben, ist zum Beispiel hier in der Phase vor dem Riesendrop, den wir hatten hier zur Corona-Zeit. Da hatten wir im Prinzip sowas Ähnliches. Es ist sehr wackelig, aber in Trendrichtung gewesen. Und das ist eben typischerweise so die letzte Bewegungswelle, die dann ein bisschen flacher wird. Und wer sich das genauer anguckt, der sieht, ah, das haben wir hier ja mehr oder weniger auch, dass der Markt ein bisschen so dieses Auslaufen symbolisiert. Aber wir haben es hier im Moment auf den ganz kurzen Zeitebenen. Das heißt, wenn ich überlegen müsste, ich würde die Abwärtsseite kurzzeitig bevorzugen. Allerdings muss man auch dazu sagen, dass wir eigentlich eine ganz schöne Bewegung hatten. Wir hatten hier ein Mittelteil, das sehr impulsiv war. Sogar unsere Klassiker hier wieder wackelig runter, Schub nach oben, dann hier nochmal eine Korrektur und das. Das ist ein reinrassiger Fünffäller. Guckt euch das an, was wir hier haben. Da knubbelt's. Und das ist im Prinzip hier quasi die dritte Welle. Wir hatten eine erste Welle, wo man sagen würde, na gut, die ist noch übersichtlich impulsiv. Wir sagen dazu ein Leading Diagonal, wenn es so aussieht am Anfang. Das war noch nicht wirklich so der Burner. Und wir hatten jetzt hier hinten wieder so eine A, B, C und dann die Fortsetzung. Gerne handeln wir doch Long an dieser Stelle. Aber die länger schon mit dabei sind, die wissen das, es ist ja dann die vierte Welle, weil erste hoch, dann hier die Korrektur, dann die dritte hoch, die vierte und dann die fünfte. Und die fünfte, die hat halt immer begrenzte Ziele. Also hoch ist ja nahezu richtig gewesen, aber eben von den Zielen nicht mehr so wirklich attraktiv. Also my best guess, wenn ich das mal so sagen kann, das typische Bild, was wir haben, wäre, dass wir eigentlich jetzt heute Nachmittag eher mit ein bisschen Schwäche rechnen müssten. Das allerdings würde dem bullischen Gedanken nicht mal einen Abbruch tun. Im Gegenteil, es wäre nichts anderes als diese klassische 5 nach oben, A, B, C runter und würde uns einen nächsten Einstieg bringen. Vielleicht haben wir sogar noch mal eine Möglichkeit, da anders reinzukommen, als wir das vorgeschlagen hatten in dem gestrigen Trade des Tages. Aber das werden wir wohl abwarten müssen. Also, die Idee ist, das weist darauf hin, es läuft eher dem Ende entgegen. Lassen wir uns da mal überraschen. Guckt euch das selber an. Wenn ihr mehr zu solchen Szenarien wissen wollt, auch mal abgedatet werden wollt im Laufe des Tages, mein Tipp, meldet euch an für Born for Trading. Link hier unten drunter. Dort schicken wir dann Nachrichten auch mal auf Telegram, also auf Smartphone.
so dass ihr dann gegebenenfalls auch mal zwischendurch noch mal informiert werdet, aber unbedingt auch beim Trade des Tages anmelden. Dann habt ihr den letzten Trade und das, was wir vielleicht heute oder die nächsten Tage bringen, dann auch auf dem Radar. Jetzt euch erstmal ein wunderschönes Wochenende, alles Gute, eine tolle Zeit vor dem Wochenende noch und anschließend ein erholsames. Nächste Woche sehen wir uns wieder.